Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch ja zu einem neuen Odin war shoppen. Das ist nicht mehr so oft, wie ihr mitgekriegt habt. Also, ja, weil ich hole mir nicht mehr alles und kann nicht mehr so. Ich muss ein bisschen rechnen, weil die Küche so teuer ist. Oder das machen halt von der Küche. Das letzte Unboxing habe ich extra, also letzte Odin war shoppen, habe ich extra mal geguckt, weil immer sagen, ich kaufe so viel. Ist 2 Wochen her, wo das online gekommen ist, also Sonntag vor 2 Wochen. Ne, das zählt ja hier anders. 3 Wochen ist es eigentlich her, weil wir heute einen Samstag noch haben. Morgen würde dann 3 Wochen dastehen. Also ist es eigentlich 3 Wochen her plus eine Woche, wo ich es gemacht habe. Also ja, doch ein Monat ist es her, wo ich... Also das Zeug jetzt alles von innerhalb von einem Monat. So. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also... Das alles, was ihr seht, das ist jetzt im Laufe von einem Monat zusammengekommen. Wobei hier ein paar Sachen fehlen, nicht weg ohne sagen, ein paar Sachen doppelt mit bei sind, die beim letzten mit drin waren, wo ich nicht mehr wusste, waren sie mit bei und waren sie nicht mit bei. Weil ich habe einen Karton für Küchenzeug, wo Zeug ist, was ich euch schon gezeigt habe, und einen Karton, wo ich dann immer, wenn ich was geholt habe für die Küche, wo ich es rindonner und sage halt für nächste Unboxing. Aber da viele Kisten im Schlafzimmer stehen, weil die Küche ja noch nicht fertig ist, ja, ist ein bisschen durcheinander gekommen, weil die eine Kiste umgekippt ist, weil die Katzen hier wilde Mies gespielt haben und deswegen ein, zwei Sachen sind mit bei wahrscheinlich, die ihr schon kennt. Und der Odin Sparfuchs war wieder unterwegs. Ich habe nämlich, wir haben dann, kommen dann gleich zu einem größeren Paket. Ich zeig euch das erstmal. So, also hier die Kartons, also das, was hier drin ist und das, was hier alles drin ist, kommt. Und hier ist ein großer Karton. Da war der Odin Sparfuchs wieder unterwegs. Das habe ich bei Lidl online gekauft. Ach komm, wir machen einfach. Ihr könnt jetzt schon mal, ich zeige euch jetzt schon mal, was das ist. Wir packen es dann auch aus. Und nachher packen wir es aus. Ich zeige euch jetzt nur erstmal, was das ist. Und ihr könnt ja schon mal raten. Und bis wir dann zu dem Produkt kommen, was ich euch jetzt zeige, könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben, was er denkt, was das so in etwa gekostet hat. So. Ich habe mir noch eine Kaffeemaschine gekauft. Eine stinknormale Kaffeemaschine. Aber mit Thermosbehälter. Und hier sind sogar 2 Thermosbehälter mit drin. Hier passt 1 Liter rein. In den Thermosbehälter passt, glaube ich, auch 1 Liter rein. Also 2 Liter Kaffee könnte ich dann machen, sozusagen. Oder 1 Liter Kaffee, 1 Liter Tee. Je nachdem, wie man es machen möchte. In Pech schwarz. Das Einzige, was der steht hier oben, der Name. Emerio. Und sind halt Thermoskan. Ich sag euch den Originalpreis, sage ich euch. Und dann könnt ihr raten, was ich dafür bezahlt habe. Der Originalpreis wäre eigentlich 69,99. So. Jetzt könnt ihr ein bisschen rumraten. Und überlegen und in die Kommentare schreiben, aber nicht spicken. Und bin ja neugierig, könnt ihr auch 3 Preise hinschreiben innerhalb von ein paar Minuten. Wenn er sagt, na, der stimmt doch nicht, braucht er nicht bearbeiten, schreibt den nächsten Preis hin. Bin ja gespannt, was ihr so denkt. So, dann, also hier sind Sachen jetzt von Lidl, Netto, nee, Quatsch, Netto diesmal nicht. Lidl. Also ganz viel Lidl-Zeug. Ich glaube, Penny ist was mit bei und Schwarze Netto und Lidl Online und Amazon. So, beim Schwarzen Netto habe ich ein Regal gekauft für die Küche. Das soll eigentlich eventuell beim Herd gerade rüber. Also wenn man hier so am Herd steht, da an die Wand. Und zwar ist es so ein Wandregal. Da kann Frauchen hier auch ein bisschen Zutaten drauf machen und da hier ist es magnetisch, da hielten dann die Messer dran fest, für die großen Messer. Ich weiß aber nicht mehr, was ich bezahlt habe, 9 Euro oder so, bin mir jetzt nicht so sicher. So, ich stelle das mal einfach hier an die Seite erstmal. So, dann beim Schwarzen Netto habe ich noch geholt ein neues Küchenbrett. Zum Schneiden, also wenn wir kochen. Weil ich habe zwar in der Größe ein blaues aus Plastik, das ist aber schon was älter.
Und ein großes, wo wir ein bisschen was machen können, aber das ist halt fest am Tisch. Das ist so, das hat mit so einer Beuge. Egal. Und Frauchen hat ja gesagt, wir brauchen unbedingt noch ein Brett. Und das hat hier auch schön stabil Plastik. Das kann man dann auch an die Wand hängen, kann man ein paar Haken ran machen. Oder, ja, ich habe ja dann hier noch Platz. Jeweils ein schönes Brett. Oder wenn wir Frühstück machen oder was weiß ich. So. Das machen wir gleich. Ach, hier ist ein Brief gekommen. Da ist der Schlüssel für den Spind von meiner Tochter drin. Für die Schule. Dafür habe ich bezahlt 18 € noch was, glaube ich. Plus irgendwelche Bearbeitungsgebühren für ein Jahr. So. Pack das mal alles aus, dann kann ich nämlich den Karton hier unten hinstellen und kann die Sachen hier reindonnern. So. Dann kann ich das nachher wieder vernünftig ins Schlafzimmer bringen. So. Dann, das kommt dann hier mit rein. Dann habe ich geholt einmal, aber ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt, glaube ich. Bei Lidl so ein Satz, so einen kleinen Schraubenzieher, Schraubendreher mit Haufen Bits. Bei mir sind immer meine Bits abhanden gekommen und hier habe ich halt Kreuz in verschiedenen Dicken und mit Spitze, ohne Spitze und Schlitz und Stern und ja, so imbomäßig alles Mögliche mit bei. Achso, den habe ich jetzt hier nicht hier, für meinen kleinen Elektro. Da muss ich mir aber auch bei Lidl noch mal einen neuen holen. Der von Amazon, der gibt langsam einen Geist auf. Also wenn es so schraubt, da gut, aber wenn es tiefer reingehen soll ins Holz, dann schwächelt da irgendwas irgendwann. Und das ist zum Beispiel bei dem von meiner Frau nicht. Dann habe ich geholt dreimal USB-Verlängerungskabel. 2 Meter oder was habe ich hier? USB 2.0, 2 Meter. Also, nee, viermal habe ich geholt. Weil man musste dreimal holen, mindestens, um den Preis zu bekommen. Ich habe jetzt viermal geholt. Aber auch Schnäpperchen. Also, ich habe bezahlt. Weil es ist kein High-End-USB-Kabel. Erkläre ich euch auch gleich, warum. Muss es auch überhaupt nicht sein. Ist einfach nur ein USB-Verlängerungskabel. Wo haben wir Amazon? Amazon, Amazon. So, wo sind meine Bestellungen? Meine Bestellungen. USB-Kabel, 4 Stück. Habe ich sage und schreibe Bestellinfo anzeigen. Habe ich bezahlt 1,11 €. Kann ich es jetzt. Nee, Quatsch, Gesamtsumme 4 Euro. 4,44 €, genau. Nee, 1,11 € für einen, 4,44 € für alle vier. Also 1,11 € für einen einzigen USB. Er muss auch nicht high-end und super schnell und was weiß ich sein, weil die sind nur als Verlängerungskabel für USB für Strom gedacht. Für meine Meroslampe zum Beispiel an der Couch. Deswegen ist einer schon weg, weil ich habe jetzt hier einen stehen auf der Couch, auf der anderen Seite. Die Steckdose ist aber so weit und von Meroslampe ist der weiße Stromkabel, der HDMI-Kabel zu kurz. Deswegen, und da habe ich dann noch, einer kommt noch im Schlafzimmer hin, für den, da haben Frauchen und ich ja damals gebastelt, ihren Bauch, wo sie schwanger war, also immer für sie, immer für mich, immer für Schwiegermutter. Und ich habe bei mir eine LED-Band innen drinne und da fehlt mir halt der USB-Verlängerungskabel, den ich genutzt hatte, den ich dann mir geholt habe für den PC, weil ich was verlängern musste, aber glaube die Kamera oder so, ich weiß es gar nicht. Das war auch ein schneller USB-Kabel von Amazon. Ich weiß gar nicht mehr, wofür was ich das habe zum Verlängern. Mikrofon? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und wollte die ganze Zeit dann immer wieder einen neuen USB-Kabel holen zum Verlängern und habe es immer wieder vergessen. Jetzt war ein gutes Angebot, aber man musste halt drei mindestens nehmen und habe dann gleich vier genommen für halt 4,44 €. So. Dann habe ich hier auch wieder was. Da habe ich auch wieder angezeigt gekriegt bei Amazon.
Alter, ich mach das mal mit Schere auf. Ich weiß ja nicht, was habe ich da gerade gekauft? Ich weiß es gar nicht. Oder ich habe für meine Mutter was gekauft? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich war gerade jedenfalls bei Amazon unterwegs. Und dann kennt ihr das ja bei Amazon. Dann wird ja unten immer oder so angezeigt, weil du angeguckt hast, weil du dies und jenes angeguckt hast. Und da haben sie hier sowas gehabt. Achso, hier ein Flamingo, Hello, Home. Wuff, keine Ahnung, was das sein soll. Und ein Blitz. Und ich habe ein Blau und einen Blitz genommen. Ja, das ist aber dann halt leider nicht mit USB-Strom, sondern mit Batterien. Ich weiß noch nicht, für das Kinderzimmer ist der eigentlich gedacht gewesen. Oder halt für hier. Müssen wir erstmal gucken. Also dann kann man dann hier oben anhängen. Hier ist dann das LED. Hier ist dann halt ein bisschen Kabel. Und hier hat man dann die Batterien. Drei Stück kommen rein. So. Weiß nur noch nicht wo. Kinderzimmer oder hier hinten in die Streaming-Landschaft. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber bei dem Angebot musste ich einfach zuschlagen. Ich sag euch mal den Preis. Zugestellt Donnerstag. Ja, das war auch Anfang des Monats und da war ich vielleicht auch ein bisschen überschwinglich und habe das Geld mal ein bisschen so rausgehauen. Wo ich jetzt wieder rechnen muss. Bestelldetails anzeigen. So, genau. Es sollte kosten 15,99 Euro. Eigentlich der Originalpreis. Ich habe bezahlt, weil jetzt eine Rabattaktion war, da stand unten, ja, klicken Sie an für Rabatt und so ein Scheiß. 7,99. Also für die Hälfte. Gut, vielleicht war es auch da in dem Augenblick auch nur zuschlagen, weil es nur 7,99 gekostet hat. Kann auch sein. So, dann habe ich mir geholt einen elektrischen Coffee. Also das ist jetzt hier so ein... Jetzt fragt ihr euch, wozu das? Erkläre ich euch auch gleich. Weil meiner ist kaputt. Ich habe ein Handteil gehabt, das hat sich meine Mutter eingekreist, weil das in ihre rustikale Küche gut reinpasst. Also ich habe wirklich so ein aus Edelstahl mit oben Kork und so und dann mit einem richtigen Mahlwerk und so sitzt er dann so das war auch richtig von Milita, glaube ich. Die habe ich bei Milita damals mal gewonnen. Doch, das war, ich glaube, Milita müsste das sein. Und die habe ich damals bei Milita gewonnen und damit habe ich mir dann später immer meine Kaffeebohnen gemahlen. Weil Kaffeebohnen, wenn du Kaffee machst, es schmeckt einfach besser mit Kaffeebohnen. Der gefilterte Kaffee. Und du kriegst nicht jede Bohne, die dir schmeckt, kriegst du nicht alles als Filterkaffee. Zum Beispiel jetzt mein Nussaroma. Wenn du ein gutes Nussaroma hast, nicht jeder Hersteller bietet dir denn deine Kaffeebohnen mit einem leicht nussigen Aroma auch als Bohnen an, als Pulver an. Und meine Mutter will aber jetzt meine Bohnen nicht mehr raus, also mein Handteil nicht mehr rausrücken. Ja, und dann musste ich mir ein neues holen. Haben wir hier ein Stromkabel. So, und dann kommt das. Hier ist der Deckel. Ist so, müsste eigentlich so wie bei jetzt zu DDR-Zeiten sein. So, der Deckel kommt hier oben einfach rauf. So. Und dann sind hier so Berührungstasten. Und dann, wenn man hier rauf drückt, dann geht das Mahlwerk an. So was hatte meine Mutter zu DDR-Zeiten schon. So. Da können wir auch gleich draußen lassen. Dann brauche ich sowieso die nächste Zeit mal. Oder, ach nee, wir packen das ein. Oder brauche ich das? Nee, ich wollte es ja sowieso testen. Nein. Mal gucken. So, und dann haben wir dann halt hier so einen kleinen Behälter, wo man Bohnen reinmacht. Und dann kannst du dir die halt schön... Und dann kannst du sie rauskippen und kannst du... Und mache ich auch immer frisch. Also, habe ich damals schon gemacht.
Und jetzt wird es dann wieder so sein, dass ich mir dann die Bohnen selber frisch mahle und dann, ja, für jede Kaffeekanne neu mache. Also jetzt nicht dann halt gleich hier ein Kilo klein mache, in Beutel drin und fertig ist. Nee, frisch machen, das ist das Gute daran. So. Und deswegen musste ich mir das halt neu kaufen. Aber auch da Sparfuchs Odin am Werk gewesen. Wo haben wir denn jetzt? Amazon zurück. Ich wollte eigentlich eine ganz andere Maschine haben. Aber bei der Maschine konnte ich halt nicht widerstehen. Das ist Prime Versand gewesen. Kostenlose Rücksendung ist auch möglich, logischerweise bei Prime. Die sollte eigentlich 24,99 kosten. Und ich habe bezahlt. Bestelltes Herz anzeigen. €13, also 12 € ein paar zerquetschte. So. Das müsste jetzt alles von Amazon gewesen sein. Ja. So, jetzt kommt nichts mehr von Amazon. Dann habe ich hier, ach doch, die habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich Pinsel geholt halt, zum, wenn die Küche gemacht wird, machen wir nämlich gleich auch Kinderzimmer. Und dann soll das gleich am Schreibtisch hinten die Ecke nochmal gemalert werden, wo der Schreibtisch so gegengedonnert ist und was weiß ich. Dass es da hinten dann halt die Ecke auch nochmal schön ist, wieder. Weil sonst kommst du ja nicht dahinter, wenn du rückst ja nicht jedes Mal den Schreibtisch ab. So. Dann habe ich heute, Samstag, den 9. Also wenn praktisch bei euch, wenn ihr das seht, vor über einer Woche. Bei Lidl geholt von... Firenzio oder wie so die Firma heißt, ich habe keine Ahnung. So ein Messerblock. Da kommen die Messer so rein. Das ist halt praktisch einfach nur so eine Plastehülle und das ist so eine Art wie Stroh, also so lauter Strohhalme. Und dann kannst du das dann so reinmachen. Und da ist dann halt für Schere zum Reinmachen und für ein paar kleinere Messer und so, damit die nicht rumliegen wie ein Juna. Und die ist halt grau, passt halt dann zur neuen Küche. So. Dann habe ich heute gekauft einmal Schlüpper und Hemd von Paw Patrol mit Sky drauf bei Lidl. Und die anderen davon kann ich euch nicht zeigen, die habe ich die Woche schon geholt, zu dem praktisch den passenden Schlafanzug. Den muss man gleich hoch. Den passenden Schlafanzug und für die kleine rosa Gummistiefel. Für die große habe ich hier die Schuhe geholt. Bei Lidl, wegen der weißen Sohle. Die hat jetzt, also wenn jetzt die Lehrerin immer noch meckert, die hat jetzt 3 Paar mitgenommen. Mit einer weißen Sohle. Und alles war der Lehrerin nicht recht. Und wenn sie jetzt nochmal was meckert, jetzt ist halt nochmal welche mit weißer Sohle, dann flipp ich aus, wenn das jetzt nicht hinhaut. Dann flipp ich aus. Dann soll sie selber welche kaufen. So, dann habe ich gekauft... Weil meine Bohnen alle young sind. Die Bella Crema Spezial Stärke 2. Röstgrad 3 Bohnen. Säure 2. Also 2 Dings. Also 2 Punkte. Und cremig mild mit feinnussiger Note. Also feinnussige Note. Also es schmeckt nicht wie jetzt ein Nusskaffee mit nach Nuss oder so. Es hat nur wirklich eine ganz winzig kleine Nussnote. Die schmecken manche raus, ich nicht. Aber ich finde halt, die Melitta Cafés finde ich halt vom Geschmack am besten. Also ich habe mehrere Bohnenkaffeesorten getestet, von günstig bis teuer, und irgendwie bin ich bei Bella Crema hängen geblieben,
Also ich habe jetzt nicht den Arabica oder so, die nehme ich eher selten, weil ich ja gerne auch mal ein Mixgetränk nehme und die Spezial sind halt ist eine gute Mischung für normalen Kaffee-Crema, aber auch ein Cappuccino, Latte Macchiato ist halt für alles geeignet, ist halt nicht ganz so stark. Mit der Stärke 2, aber ist okay. Und gut, wenn man jetzt einen Arabica nimmt mit Stufe 4 oder 5, der haut dann natürlich mehr rein, aber der schmeckt dann halt, finde ich persönlich, mir als Kaffee, der ist für einen Espresso gut geeignet, aber als ein Kaffee-Crema hat ja so eine leicht bittere Note, finde ich, bei Stärke 4 und 5. Schmeckt mir persönlich jetzt nicht so gut. Und für Cappuccino und für Latte Macchiato kannst du ihn gar nicht nehmen, finde ich. Bis so Stärke 3 kannst du nehmen für Latte Macchiato und normal Kaffee Crema und sowas alles. Aber 4 und 5, das ist dann eher für Espresso oder mir schmeckt das dann halt zu bitter. Und deswegen Stärke 2. Eine gute Mischung halt, dass ich halt von allem was habe. So. Dann habe ich was geholt, auch wieder bei Lidl. Für die neue Küche eine neue Herdabdeckung. Weil das ja dann alles zu hell ist und ich hätte eigentlich eher eine dunkle Arbeitsplatte. Jetzt wird es eine helle und helle Schränke. Aber möchte gerne ein bisschen Farbe drin haben. Und das ist dann halt, ergibt dann so eine Müsli-Schale mit Blättchen und so. Kann man die irgendwo, ja, hier kann man sie komplett sehen. So ein bisschen mit Obst und so. Kannst du dann so wegschieben. Hier. Und das bringt dann ein bisschen, kannst du dann wieder aufmachen. Und damit kannst du dann halt so ein bisschen, ja, Farbe in die Küche bringen. Hier sieht man es dann komplett. Oder warte mal. Ist das da? Achso, nee, das ist kein echt. Also das gehört nicht. Das echte Gemüse da oben, das bunte. Aber hier seht ihr das Bild dann halt davon. Sieht man es? Ja. Das kommt dann halt auf den neuen Herd. Weil das schicki aussieht. So, dann haben wir jetzt die Kaffeemaschine mit zwei Thermoskannen. War gratis heute über die Lidl-App. Also, der Originalpreis habe ich euch vorhin gesagt, 69,99. Runtergesetzt, Vase in der ach Quatsch, in der Lidl-App, auf Lidl Online von 69 auf 29,99 €. Genau, 29,99. Zusätzlich habe ich dann noch von Lidl, weil ich ja bei diesem Lidl Insider-Programm mitmache, weil ich ja die Lidl Plus-App auch habe und so. Habe ich ein, die schicken ab und zu mal so Gutscheine raus. Hier, ruf doch bei uns ein, kriegst einen 10 € Gutschein, musst mindestens 30 € Warenwert kaufen. Ja, klar, warum nicht? Habe ich den 10 € Gutschein eingelöst. Darauf, also bezahle ich nicht 29, was schon reduziert ist, ich zahle 19. Zusätzlich habe ich dann noch eine Gutscheinkarte eingelöst. Also man kann halt nur einen Code einlösen und eine Gutscheinkarte. Ja, das sind zwei verschiedene Punkte, die man beim Bestellen anklicken kann. Ich habe noch einen Gutschein gekriegt über 6 € glatt, nee, das waren glatt 6 €, wo ich mich beschwert habe, weil die Paw Patrol-Kissen nicht mehr gab und meine Tochter das Rosane nicht mehr bekommen hat. Haben sie mir einen guten Gutschein, also Geschenkgutschein gegeben für 6 €. Den konnte ich dann noch einlösen. Also nicht 19,99, sondern 13,99. Ja. Genau. Und dadurch, dass meine Mutter dann bestellt hatte, haben wir uns die Versandkosten geteilt, weil für die habe ich dann so eine Hocker bestellt. Da kamen dann halt 4 € noch was Versand dazu, also für jeden 2,50. Ja. 29. Aber mal 30, 20, 14, 15, 16. Ja, so um die 16 €. 16 ein paar zerquetschte habe ich bezahlt jetzt dafür. Von eigentlich 69 €. Und ich sag mal, dafür habe ich ein kleines Schnäppchen gemacht. Und die sieht auch echt gut aus. Ist
Und dafür habe ich halt die auch die mit dem Bohnen. Und das ist dann halt, wenn Schwiegermutter kommt und Schwiegervater und der Bruder von meiner Frau. Und Josie will jetzt auch öfters mal einen Kaffee, sagt sie. Mal gucken. Dann mache ich mir so eine Kanne und dann geht's schneller. Oder abends im Stream, wenn ich mal zocke mit euch. So beim Hangout ist ja kein Problem, wenn ich da mal kurz verschwinde und das anschmeiße, den Vollautomaten, weil der braucht eine Weile. Der Vollautomat braucht den Master an. Dann glüht er erstmal an. Dann kannst du aus, wie man da haben willst. Musst du halt noch den Milchbehälter vielleicht anschließen oder nicht. Wenn du nur einen Kaffee willst, drückst du, dann malt er die Bohnen, dann presst er, dann quetscht er das rein, dann kommt zusätzlich Wasser, vielleicht noch Milch oder was weiß ich da rein. Und dann ist er fertig. Hier sagst du einfach, machst du Pulver rein, schaltest an, irgendwann sind 10 Tassen fertig. Machst du zu, nimmst du mit an Tisch oder was weiß ich, kannst da reingießen, bis leer ist, fertig. Und das ist halt auch gut, den könnte ich dann halt auch über die Alexa-Steckdose machen zum Beispiel. Bereite abends alles vor, mach mein Kaffeepulver rein, mach mein Wasser rein, kurz bevor ich ins Bett gehe nach dem Stream, mach Wasser rein, Kaffeepulver rein, Filtertüten muss ich noch kaufen, seht ihr? Die habe ich heute vergessen, die wollte ich heute eigentlich kaufen, na egal. Und bereite das alles so vor, mach den Stecker an. Aber die Steckdose ist tot und dann kann ich hier in der Alexa-App kann ich ja auch einen Timer stellen für, was weiß ich, für eine Uhrzeit und sagen, pass auf, dann und dann soll die Steckdose angehen. Dann kann ich einen Timer ganz einfach und bei manchen Steckdosenherstellern wird das ja auch angeboten, dass die so einen Timer hat für Ein- und Ausschalten. Da brauchst du manchmal nicht mal die Alexa-App, du brauchst halt nur die App am Telefon und stellst da ein, was weiß ich, die soll früh um 8 Uhr angehen, früh um 7 Uhr angehen, früh um 6 Uhr angehen. Ja, und dann geht die an, kurz bevor du wach bist, wenn du weißt, du musst um 7 Uhr aufstehen. Ja, stellst du sie an, damit sie halt um 6.40 Uhr losgeht. Muss man halt gucken, wie lange sie braucht. Bis komplett durch ist, ist ja Thermoskanne, bleibt ja warm. Dann stehst du auf, hast schon Kaffeeduft, gehst in die Küche, kannst den Kaffee trinken. Ist auch gut für die Kinder und die Frau, wenn du, umso schneller hast du den Kaffee drin, umso schneller dürfen sie dich anreden. So. Zeige ich euch die mal. Also wie gesagt, die zweite Kanne, die hole ich jetzt nicht raus, die ist auf der Seite hier. Ach. Werde ich mir mal morgen von meiner Mutter noch ein paar Filtertüten ausbauen, dass ich sie dann vielleicht morgen schon mal testen kann. So. Das ist jetzt hier zum Beispiel die Kanne, komplett schwarz. Und dann machst du das einfach ganz normal auf. Also brauchst du nicht mal drehen. Das ist gut für mich. Und hier hast du auch so ein Schlosssymbol und dann brauchst du einfach nur wieder raufmachen. Und dann ist es fest. Ich hasse ja diese Thermoskanne, wo du denn zum Drehen hast. Da bin ich nicht, bin kein Freund von. Weil die Thermoskanne mich verarschen wollen. Die machen das immer so, dass es dann schräg ist. So, und hier ist die ganze, die hat so ein bisschen Klavierlackmäßig, komplett schön schwarz, passt in die weiße Küche super rein. So, wenn wir hier aufmachen, haben wir natürlich hier, also ja, ein Löffelchen ist mit bei, das ist gut. So, hier so ein kleines Sieb. Das ist aber, viele nehmen den auch einfach, das Sieb einfach so und hauen den Kaffee da durch, aber das verfärbt sich ja dann irgendwann. Davon bin ich kein Freund. Ich habe das Sieb immer zusätzlich meistens drin gehabt, aber da immer noch eine Filtertüte drin. Dann haben wir hier das so, kommt das rein. Mal gucken, wie rum kommt denn das? Ach so rum. Nee, so rum. So rum ist richtig. Ah, super.
Also von der Verarbeitung her sieht es ganz gut aus. Ja, und dann haben wir hier den... Oh, den Knopf finde ich ziemlich wackelig. Der ist zum Reindrücken. Also den finde ich ein bisschen wackelig. Ich habe da ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Mit wackeligen Knöpfen an der Waschmaschine. Emirio Deutschland GmbH. Monheim am Rhein. Okay. CE geprüft. Okay. Das sieht ganz gut aus. Was sagt er denn zu dem Preis und zu dem Rabatt, was ich gemacht habe? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. So, jetzt muss ich das hier halt heile wieder rinräumen. Ist aber auch wieder gut. Würde mir nämlich jetzt wird wieder jetzt muss wieder ein bisschen gespart werden und ich hoffe, dass ich mir demnächst wieder mal ein Spiel leisten kann. Ich möchte mir unbedingt Far Cry 6 holen und Star-Lord würde ich mir gerne holen wollen. Da kommt ja jetzt ein Marvel-Spiel, Star-Lord. Und dann ist erstmal Ruhe bis nächstes Jahr Februar. Da kommen erst wieder die nächsten Knaller. Auch nochmal Marvel-Spiel und Saints Row und so. Ja. Mal gucken. So. Das sollte das eigentlich jetzt gewesen sein. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Doch. Aber das Unboxing habt ihr ja schon gesehen. Vorige Woche habe ich ja dieses Spezial-Unboxing gemacht, wo ich den Namen immer noch nicht so gut finde. Ich glaube, ich werde den Namen nachher nochmal bearbeiten. Das Überraschungspaket von Spaß kostet, da war halt das T-Shirt mit drin. Also ich habe 10 T-Shirts, meine Tochter hat 10 T-Shirts. 10 T-Shirts für 33 Euro war die Aktion. Ein paar coole Sprüche bei meiner Tochter auf den T-Shirts mit drauf, sie ist zufrieden. Und ich habe mal geguckt, die letzte Aktion war vor etwa einem Jahr. Also die machen sie einmal im Jahr. Und wir werden auf jeden Fall bei der nächsten Aktion mitmachen wieder. Definitiv mache ich damit. Nee, Quatsch, da muss dann davor schon mal gewesen sein. Wo ist denn das Video davon hin? Muss ich mal gucken. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.